folgende konstruktive Aufgabe. Das ist der Designraum von einer Konstruktion, die optimiert werden muss. Diese Konstruktion wird auf der einen Seite fest eingespannt und auf der anderen Seite mit einer Querkraft belastet. Und du als Konstrukteur musst folgenden Konflikt lösen. Du musst auf der einen Seite die Konstruktion so gestalten, dass sie nicht kaputt geht unter der Krafteinwirkung, also die Last zuverlässig von A nach B überträgt. Und auf der anderen Seite, dass die Konstruktion möglichst leichtgewichtig und damit auch kostengünstig wird. Und die Frage ist, wie musst du diese Biegekonstruktion gestalten? Der erste Schritt bei der Lösung dieser Konstruktionsaufgabe ist die Topologieoptimierung. Mit Topologieoptimierung findest du heraus, wo in dem gesamten Spannungsfeld zwischen der Lasteinleitung und der Lastaufnahme das fleißige und wo das faule Material ist. Also du findest heraus, wo sind die Hauptzug- und Hauptdruckspannungen, da musst du verstärken, mehr Material, und wo ist das minder beanspruchte Material, an diesen Stellen musst du das eliminieren. Und so näherst du dich der Problemlösung aus zwei Richtungen, wachsen in den hochbeanspruchten Bereichen und schrumpfen in den minder beanspruchten Bereichen. Wir machen Topologieoptimierung mit einer Optimierungssoftware von der Firma Altair mit Inspire. Wir sind jetzt in der Inspire-Umgebung und das ist unsere Konstruktion, die optimiert werden muss. Das ist der gesamte Designraum, der zur Verfügung steht. Auf der linken Seite fest eingespannt und auf der rechten Seite mit einer Querkraft belastet. Und die Frage ist, wie müssen wir diese Konstruktion gestalten, um sowohl die Tragfunktion zu erfüllen, als auch die Kostenziele zu erreichen? Dieses Gestaltungsproblem lösen wir mit Inspire. Ich habe da 5 Berechnungen durchgeführt. Und diese dauerten etwa ca. 15 Minuten insgesamt. Schauen wir uns die Lösungen an. Der erste Schritt ist die 10% Lösung. Das sind also die 10% des gesamten Designraums, die gefüllt werden, die 10% der Lasten, der Kraftpfade, die für das Erreichen der Tragfunktion von höchster Bedeutung sind. In diesem Fall sind die Kraftpfade rot dargestellt. Was sagt uns dieses Bild? Du erkennst hier 3 Punkte. Erstens, das entsprechende Biegemomentverlauf wirken maximale Spannungen im Bereich der Lastaufnahme, hier in dieser Region. Zweiter Punkt, die maximale Spannungen wirken in den Randbereichen, hier die roten Bereiche, hier. Also braucht man auch hier an diesen Stellen mehr Material. Und der dritte Punkt, hier leuchten schon durch die Zugdruckstreben, die die beiden Außengurte verbinden müssen. Und diese 10% sind von höchster Bedeutung, wie ich schon sagte, um Festigkeits- und Steifigkeitsziele zu erreichen. Von hier aus muss die Konstruktion wachsen. Das ist die erste wesentliche Erkenntnis. Schauen wir uns dazu eine Animation an, wie das Ganze entsteht, schrittweise. Okay. Der zweite Schritt, die 70% Lösung. Und hier siehst du die blauen Bereiche, die für das Erreichen der Tragfunktion überhaupt gar keine Rolle spielen. Diese blauen Bereiche sind also Materialballast und müssen aus Kostengründen entfernt werden. Hier siehst du hinter der Lagerstelle einmal den blauen Bereich, muss weg. Einmal
außerhalb des Kraftpfades hier im vorderen Bereich ebenfalls überflüssiges Material. Und im Bereich der neutralen Phase, die blauen Felder, die entfernt werden müssen. Also, wenn man das Ganze schrumpfen lässt, sieht es in etwa so aus. Und das ist eher die wirtschaftliche Perspektive auf das Bauteil. Was muss ich entfernen, um die Kostenziele zu erreichen? Eine kurze Animation dazu, um das nochmal zu verdeutlichen. Okay, und nun schauen wir uns das Konstruktionsskelett zwischen diesen beiden Extremen an. Das ist also die 35% Lösung. So sieht das Ganze aus. Mit dieser Materialverteilung, bei dieser Materialverteilung erreicht man das beste Steifigkeits-Masse-Verhältnis. Hier siehst du einmal wieder entsprechend dem Biegemomentverlauf die Kraftpfade. Die Spannungsintensität nimmt zu der Lagerstelle hinzu, also mehr Material, hier maximale Spannungsintensität. Die Zugdruckpfade, die die beiden Gurte verbinden, unter in etwa plus minus 45 Grad zur Biegeachse angeordnet. Und das sind die wesentlichen Erkenntnisse und so sieht das Konstruktionsskelett aus. Okay, auch hierzu eine Animation. Okay, das ist die topologisch optimierte Konstruktion. Eine weitere hilfreiche Darstellung ist diese. Das sind die Zug- und Druckpfade. Du siehst in Kraftrichtung die rot dargestellten Zugpfade, entgegen der Kraftrichtung die blau dargestellten Druckpfade. Die Unterscheidung ist ganz wichtig später bei der Auslegung der Konstruktion. Denn die Zugbereiche sind ja bekanntlich kerbempfindlich, während die Druckbereiche knickgefährdet sind. Und das muss bei der Bauteilauslegung beachtet werden. Und die letzte Darstellung, die Verschiebungen. Zuerst der Ausgangszustand. Was haben wir da? Wir haben eine Maximalverschiebung von etwa 600 Millimeter bei einer Masse von ungefähr 1470 Gramm. Im optimierten Zustand ist die Verschiebung höher, also ca. 12 Hundertstel Millimeter, aber auch die Masse ist wesentlich geringer, beträgt nur 35% von der Ausgangsmasse und liegt bei ungefähr 565 Gramm. Das Entscheidende an dieser Stelle ist, dass das Steifigkeits-Masse-Verhältnis im optimierten Zustand wesentlich höher ist, weil wir ja die gesamte Konstruktion von der Materialballast befreit haben. Und das ist ja der Sinn der Topologieoptimierung. Wir haben jetzt die konstruktive Aufgabe gelöst mit Inspire und die Antwort auf diese Frage kennst du, wir tragen das Ganze zusammen. Die erste wesentliche Erkenntnis aus der Topologieoptimierung ist, dass wir möglichst viel Material in den Randbereichen benötigen. In diesen Randschichten, da wirken die Maximalspannungen, also auf der einen Seite mehr und möglichst weit von der neutralen Phase entfernt, sind die beiden Außengurte. Das ist das erste. Der zweite Punkt ist,
Entsprechende Biegemomentverlauf sind natürlich im Bereich der Lagerstelle wirken die maximalen Spannungen, also an diesen Stellen auch mehr Material. Hier benötigen wir mehr Material. Der nächste Punkt ist, dass die beiden Gurte müssen ja verbunden werden mit Zugdruckelementen, die in etwa unter 45 Grad zu der Biegeachse wirken. Und das sind diese tragenden Elemente. Einmal in Kraftrichtung Zugelemente und entgegen der Kraftrichtung die Druckelemente. Das ist die Lösung. Ein weiterer Punkt ist nochmal die Aufteilung zwischen Zug und Druck in Kraftrichtung, Obergurt, Zug plus und dann die Zugelemente entgegen der Kraftrichtung, Untergurt minus Druck und dann die entsprechenden Druckelemente entgegen der Kraftrichtung. Und das ist das Konstruktionsskelett für diese Lastlagerungskonstellation. Nochmal die Gesamtbilanz. Der Aufwand für die Modellierung, Berechnung und Interpretation der Berechnungsergebnisse liegt in diesem konkreten Fall unter einer Stunde. Wir sind gestartet mit dem gesamten Designraum, 100% der Bauraum. Und in diesem Zustand, wo sowohl das fleißige als auch das faule Material ist, hatte die Konstruktion eine massenspezifische Steifigkeit von 11,1 Newton pro Millimeter pro Gramm. Durch das Weglassen des nicht tragenden Materials haben wir die 35% Lösung geschaffen und in diesem Zustand hat die Konstruktion eine spezifische Steifigkeit von 14,4 Newton pro Millimeter pro Gramm. Das bedeutet, dass die massenspezifische Steifigkeit nimmt um plus 30% zu. Also jedes Gramm eingesetzten Materials arbeitet um 30% mehr durch das Weglassen des überflüssigen Materials. Und das ist der entscheidende Vorteil der Topologieoptimierung.